So, 33% completed. Dann exploren wir nochmal. Sets. Nicht ungefährlich. Bitte nachladen. Ach, überall diese grüne Scheiße. Und da hat es alles aufgehört zu blubbern. Das ist doch gut. Können wir wenigstens wieder durchlatschen. Na, kommt. Wo sind die anderen Zombies? Nicht dadurch. Gehen wir lieber einen anderen Weg. So schnell die Energie weg. Home, sweet home, sagt Zoe. Tja, ist vielleicht ihre Heimatstadt. Man weiß es nicht. Oh, Francis, kommst du? Ja? Alter Mann. Jetzt müssen wir eh hinten rumgehen. Egal. Hier in dem Auto ist leider nichts. Aber darüber kann ich mich ja nun wirklich nicht beschweren. Autos gibt es ja mittlerweile im Überfluss. Was vielleicht aber auch mit dem Bennings nichts zu tun hat. Dass man halt auf das Auto angewiesen ist, es zu reparieren, um aus der Stadt zu fliehen. Vorher in diesem Survival-Mode, den es ja immer noch gibt, da war es ja mehr oder weniger nur immer, ja, so lange spielen, wie man halt überlebt. Aber diesmal hat man ja wirklich ein Ziel, auch ein Ende zu erreichen. Eine Tech 9 gefunden. Cool. Frage mich doch, warum er gestorben ist, wenn er eine Tech 9 dabei hat. Was war das? Handguard? Oh, noch eine Desert Eagle. P5. Okay. So sehr ich die Desert Eagle mag, aber im Moment braucht die keiner. Ich bin eigentlich mit der MP5 und mit der Shotgun recht zufrieden. Jetzt geht's wieder darum, wo sind die letzten drei Zombies? Da waren sie. Ich finde das ganz cool, dass man das vorher angezeigt bekommt. Wie viele es noch sind. Das war ja teilweise schon frustig. Damals, ich weiß noch, in der ersten Version, wo sie das erste Mal eingeführt haben, hier diesen Exploring-Modus, sage ich jetzt mal, dass man so viel rumrennen musste und immer nach den ganzen Zombies gesucht hat, bis man die mal gefunden hat. Das ist das mittlerweile besser. Sie sind auch ein bisschen offensiver geworden, die Zombies, dass sie auf einen zukommen. Nicht immer nur rumrennen wie die Geisteskranken. Zombie und Geisteskrank. Naja, gut, okay. Aber dennoch. Ich gucke noch einmal hier oben, ob hier noch ein Auto steht. Sonst müssen wir normalerweise bei dem weißen Auto auskommen, welches man nicht looten kann. Ah, hier ist noch was. Guck mal an.
Wer weiß, was wir hier verpassen würden. Waren wir hier nicht schon? Oder war das ein anderer Bereich? Der sah aber genauso aus. Da ist jetzt ein Supply drin. Klar, das ist ein Kühlschrank. Yay! Und Munition. Wer legt denn Munition in den Kühlschrank? Ich verstehe es nicht. Cool. Immer noch 33%. Naja. Da waren wir auch noch nicht da drüben. Aber auf dem Weg nach Hause müssen wir dahin. Zum Exploren oder Scouten? Exploren wir nochmal. Ich habe immer so das Gefühl, Scout ist ein... Da ist ein bisschen mehr Action. Exploren ist doch ein bisschen viel Lauferei. Oh, jetzt hätten sie uns fast eingekreiselt. Ach ja, der liegt ja wieder genau an der richtigen Stelle. Guck doch mal einer in den Mülleimer. Keiner will da in die Pfütze reingehen. Das tun sie ja gerne mal, aber das ist problemlos. Da haben wir schon eine ganze Menge Sekt gefunden. Feiern können wir den Ausflug auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, was willst du auch machen? Zombie-Apokalypse. Kannst ja nur noch saufen. So, ihr Zombies, wo seid ihr? Das sollte ich vielleicht häufiger sagen. Dann finde ich die auch. Die Zombies. Ich möchte trotzdem nochmal hier in der Mitte ein bisschen gucken. Nicht, dass wir da irgendwelche tollen, tollen Sachen verpassen. Und nochmal im Süden vom Gebäude. Vielleicht stehen da noch irgendwelche Autos. Nö. Dann gehen wir. So, jetzt habe ich wieder kein Stamina. Das heißt, ich kann jetzt nicht hier rüber. Oder doch? Rüber kann ich, okay. Everything was quiet. Then suddenly you hear moans and screams. Without realizing you have walked into an ambush. Due to fatigue, not everyone managed to escape. Das ist jetzt ein Witz, oder? Is dying. Was heißt das? Oh ja, ist tot. Toll, kann man da nicht sagen, Achtung, Stamina ist auf null, du kannst dich nicht mehr bewegen, du musst jetzt rasten. Und wenn man dann keine Möglichkeit hat, seine Stamina aufzuladen, durch Supplies zum Beispiel, dass man dann kämpfen muss, einen schwierigen Kampf, so praktisch als letzte Hürde, weil dass man einfach sagt, du hast keine Stamina, jetzt stirbt jemand von euch. Das ist Mist. Ganz großer Mist ist das. Ja, gut. Aufnahmesession dann, würde ich sagen, mal an der Stelle beendet. Weiß gar nicht, wie viele Episoden das jetzt geworden sind. Muss auch mal gucken, ob ich das jetzt weitermache. Das finde ich jetzt schon wieder extrem frustrierend. Zumal wir ja auch noch gar keinen neuen Überlebenden gefunden haben. Können wir mal Radio arbeiten, Recruitment Call.
Da braucht man zwei Batterien für. Haben wir nicht. Haben wir nicht gefunden. Wo sind denn die anderen beiden? Kommen die auch nochmal? Ja, die kommen gleich wieder. Ja, frustrierend, frustrierend. Richtig frustrierend. Gut, dann war's das. Bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.